Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute geht es um Lotus Simulator. Und zwar zeige ich euch heute, wie man in Lotus Simulator sein Lenkrad konfiguriert und halt eben einstellen tut. So, als erstes geht ihr zu einem Steam-Dateien, Steam Seamless, kann man Lotus. Und ihr denkt euch so, wunderbar, da ist ja Lotus. Und denkt ihr euch so, wieso gehst du nicht einfach über Steam? Nein, das geht so nicht. Ihr müsst als erstes die 32-Bit-Version starten. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, jetzt sind wir hier in Lotus Simulator. Ja, und ich bin vielleicht so als erstes so hier, wir gehen auf Einstellungen und ihr seht so Controller-Achsen, aber nichts mit einem neuen Feld von Lenkrad. Aber sieht hier schon Force Feedback Awareness. Also seid ihr nicht so dumm, geht auf Controller-Achsen, aber sieht nur das. Jetzt fragt ihr euch bestimmt so, wie funktioniert das jetzt? Also als erstes müsst ihr dann auf Einzelspieler. Wird dann zum Beispiel am besten Diorama. Auch wenn Diorama dann mehr aussieht. Aber Hauptsache eine Karte. So. Ihr geht auf das Streets-Zeichen hier. Seht ihr den Bus? Ja, ist noch unfertig. Nee. Und lasst mich. Hauptsache habe ich wieder 40 Euro für Lotus ausgegeben. So, wir sehen uns dann, wenn das Ganze fertig geladen hat oder wenn dann Lotus abstürzt. So, wir sind wieder in Lotus. So, wir gehen hier auf Einzelspieler, den Bus ausgewählt, Diorama immer noch. Da ist es. Und dann hier. Da könnt ihr 0 auf 15 einstellen. Irgendwas, was ihr wollt. Wir gehen jetzt auf Start. Noch hoffen, dass ich ganz hier nicht moniert. So. Danke dafür. Wir sind hier im Bus. Und jetzt denkt ihr euch so, oh Scheiße. Und jetzt denkt ihr euch so, Lenkrad schon konfiguriert. Ist es nicht. Und zwar müssen wir jetzt zu den Einstellungen. Hoffen, dass Lotus nicht abschmiert. Das muss man immer aber. Bei Lotus muss man immer hoffen, dass es nicht abschmieren tut, wenn man auf die Einstellungen drückt. Deswegen warten wir jetzt. Um zu gucken, ob sich da noch was machen tut oder nicht.
Dauert schon wieder lange. Und Lotus hat sich aufgehangen. Super. Klar See. Das ist wunderschön. Wir sehen uns dann gleich, wenn es endlich mal zu den Einstellungen gehen tut. So, die Einstellungen haben sich jetzt geöffnet. Und hier seht ihr jetzt auch schon die Sachen. Zum Beispiel Bremse, Gas, Gasbremse mit Todzone. Und dann Lenkung Game Controller. Oder hier Tata Lenkrad. So. Ich werde jetzt mal meine Sachen hier konfigurieren. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. Oder auch bei jedem. Mach das Ganze ja unter die Kommentare schreiben. Dass bei mir Bremse und Gas vertauscht sind. Also Bremse zum Beispiel. Dann das hier. Ja, ich habe noch so ein. Also von meinem Bruder geschenkt bekommen. Die Sachen interessieren mich gar nicht. Jetzt nur noch das hier machen. So, super. Ihr geht als erstes auf Übernehmen. Und dann auf Speichern. Na, da könnt ihr schon sehen, dass man Bus irgendwie ohne Kontrolle fahren tut. Ne, jetzt doch nicht. Und hier könnt ihr schon sehen, das Lenkrad funktioniert. Welches auch wunderschön ist. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu leise klinge wegen dem Motor. Aber hier können wir jetzt mal anhalten. Ja. Und dann könnt ihr halt eben so schildern hier. 0 auf 15. Etc. Ihr wisst schon. Machen wir auch da jetzt mal ein Beispiel. Machen wir jetzt mal die 49. Geben dann hier ein. 049 002. Jetzt spammt ihr das, bis hier RBA steht. Und schon steht hier was. Und irgendwie, keine Ahnung warum, die meisten sagen irgendwie, dass die Sperrbachstraße nicht Sperrbachstraße halten würde, sondern FSK ein Name, der für FSK 18 ist. Ich hoffe, YouTube tut mich mein dieses Video auf FSK 18 machen. Ja. Dann könnt ihr halt eben fahren, könnt dann noch ein paar Tasten belegen, zum Beispiel Kinderwagenschalter, Blinker, Gang, Motor, die erste Tür. Ja. Auf jeden Fall soll es damit jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Wenn ich noch was verbessern soll oder muss, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video oder Livestream. Bis denne. Tschüss.